Und damit ein Moin Moin und herzlich willkommen hier bei Little Miss Fortune. Ein kleines Spiel, was schon, ich glaube, ein Jahr draußen ist. Sieht zwar recht kindisch aus, muss ich sagen, aber dafür soll es richtig schwarzen Humor haben. Und da habe ich halt Bock drauf. Es sah zumindest interessant aus, das, was ich davon gesehen habe. Ich habe nicht viel davon gesehen. Aber es könnte spaßig sein. Deswegen dachte ich mir, gut, komm, probier's nochmal aus. Ja, wir machen mal ein neues Spiel, ne? Bist du dir sicher, dass du den Speicherstand überschreibst? Natürlich. Ich hab nur reingeschaut. Kann mir mal einer erklären, was hier passiert? Das geht in eine Richtung, die ich überhaupt nicht erwartet habe. Was soll das? Oh Mann. Welcome to my game. I'll be your host and humble narrator. The rules of this game are simple. Play it until the end, and you'll be rewarded. Riech dann Lolli? Oder was? This is Miss Fortune. She's a wonderful child from a not so wonderful family. A little sparkle for you, and a little sparkle for you, and a little bit for me. Oh, the sad part is, today is the day she will die. Aww. Huh. I can hear you, you know. Oh, you can? Mm-hmm. Are you inside my head or something? Well, okay. Yes. All right, I'll call you Mr. Voice. What did you say about me dying today? Die? No. Nobody said anything about anyone dying today. Huh? Nobody said nothing? You know, I have prepared a game for you. A game? Really? For me? If you can reach the end of the game, I'll give you eternal happiness. Deal? Eternal happiness? I guess I could give that to my mommy. Okay, it's a deal. Wonderful. Fantastic. Ready to play? Yes. Your first mission is to leave the house. Okay, I'm gonna do it. Okay, erstens. Wer nennt sein Kind Miss Fortune? Und zweitens, wieso habe ich das Gefühl, also ich weiß es nicht. So viel habe ich vom Spiel jetzt auch nicht gesehen. Meine Theorie, jetzt zu Anfang, die ersten 5 Minuten, sie ist bereits schon tot. Und das, was wir gleich spielen werden, ist sozusagen der Weg zum, Anführungszeichen, Himmel. Das calle ich jetzt, das ist jetzt meine Theorie. Von dem, was ich jetzt gehört habe. Weil irgendwie. Ihr merkt wahrscheinlich schon, es ist kunterbunt, dies, das, hier ein bisschen Glitzer da, ein bisschen Glitzer hier. Zwei. Reden wir nicht drüber.
Aber trotzdem doch recht, düster. Look, I made these paper dolls myself. This is Kimberly and this is Steven. They're on a trip fighting super evils. Okay. I like to move my body. It's the music that goes on forever. Oh, wie geil. Okay. Ich mach die Musik mal aus, weil ich keine Ahnung habe, ob die irgendwie geschützt ist oder so. Look, I drew this picture. It's the fox I see outside my window sometimes. I call him Benjamin. He's a really cute fox. Ugh. I don't care much for foxes. Tja, Laszlo. Hast du gehört? So, was haben wir denn hier? Ich versuche die ganze Zeit im Hintergrund zu gucken, ob da vielleicht... Am Stein. Und vielleicht irgendwie so kleine Details sehen kann. Look, this is my secret hiding spot. Oh, impressive. But why do you need a hiding spot? I don't like it when Mommy and Daddy argue too much. And when I come here, I can dream and travel far away. I see. This is Bubsy, the guardian of the secret spot. You see his eye? He got that from a battle against a monster. A monster? That sounds scary. It was. It was. This is my diary. Nobody's allowed to read it. Want to see? Es wird schon Ramirez Hernandez. Okay. I'm so cute. Did you draw all this? Uh-huh. Ein kleines Kind, das zu sich selber sagt, oh, ich bin aber süß. Ich spiele gerne mit meinen Spielsachen. Ich spreche auch gerne mit ihnen. Das macht Spaß. Und warum ist Mr. Stein traurig? Das würde Patrick gar nicht gefallen. Hallo Tagebuch. In der Schule habe ich gemalt und zu Hause war ich in meinem Versteck und habe mit Babsi gesprochen und was gehört. Ich habe einen Fuchs vor meinem Fenster gesehen. Ich glaube, er heißt Laszlo. Benjamin. Ach, that fox. Warum mag der Sprecher den Fuchs nicht? Hallo Tagebuch. Mein Papa hat mich wieder angelogen. Wir gehen heute nicht in den Park. Ich habe mich hübsch gemacht, aber das ist ihm egal. Ich bin traurig und habe geweint, aber ich habe Mami gesagt, mir geht es gut. Ich habe Angst, dass sie böse wird, wenn ich ihr sage, dass ich traurig bin. No. Manchmal weiß ich nicht, wie ich mich fühlen soll. Niemand bringt mir Gefühle über... Was zum Fick ist das für eine Familie? Ich wünschte, in der Schule würden sie uns beibringen, wo die Gefühle herkommen. Also wirklich. Keine Mech. Yikes forever. Oh, yikes forever. Von dieser Übersetzung. Oh, yikes forever. Yikes forever. Ja, noch 10. Alle Tagebuch, ist es okay, Gefühle für einen Fuchs zu... Puke of love. That's what it is. Ich lasse mir mal die Sprüche jetzt zu dem Thema, okay? Laszlo, der Fuchs, hat mich besucht, als ich draußen gespielt habe. Und wir haben uns angeguckt und mein Herz wurde ganz warm. Und ich habe mich gefühlt, als müsste ich kotzen. Aber auf eine gute Art. Dann rannte er weg, weil Mami gerufen hat, dass das Essen fertig ist. Oh. Okay. Die Leute, die Laszlo nicht kennen, die können gar nicht verstehen, warum das gerade so witzig ist, aber... Hallo Tagebuch. Papa hat Mami geschlagen. Ist das normal? Sollte ich Leute schlagen? Die ich liebe? Das fühlt sich falsch an.
like it when Daddy hits Mommy. Vielleicht sieht Papa nicht, dass er auch mir wehtut, wenn er Mami schlägt. Ich will nie so wie mein Papa. Ich will nie so werden wie mein Papa. Meine Güte, ich lese genauso, wie sie schreibt. Ich habe heute gespielt. Das ist ein Flugzeug da. Okay, ich musste erstmal gucken, ob ich das überhaupt vorlesen darf. Man weiß ja nie. Ich habe heute gespielt, dass ich ein Flugzeug nach Japan genommen habe und da habe ich interessante Dinge gesehen, die ich über Japan weiß, weil mein Freund Japaner ist. Er mag Sushi. Okay. Mein japanischer Freund... Hiro. Warte. Mein japanischer Freund spricht Japanisch. Das ist sehr problematisch, wenn wir uns unterhalten wollen. Wir verstehen uns dann nicht gut. Das ist verwirrend. Aber ich mag ihn. Er hat ein paar coole Schuhe und einen Cowboyhut. Sein Name ist Hiro und er ist ein Geist. Ich habe ihm ein Bild gemacht, das ich ihm nie gegeben habe. Okay, das Spiel fuckt mich jetzt schon ab. Alter. That's Hiro. My Japanese friend, he's a ghost. He's a ghost. Oh Mann. Glitter. I love my glitter. Hallo Tagebuch. Guck mal, ich habe Glitzer aus der Schule. Aber glänzt super glänzend und wir haben ihn für Weihnachtskarten benutzt. Ich finde Weihnachtskarten hübsch, aber ich glaube, der Weihnachtsmann ist nicht echt. Mann, dieses Tagebuch. Wenn ein Mann jedem ein Geschenk geben könnte, warum kann er den armen Menschen nicht Wasser und Essen geben? Na, wo sie recht hat. Ich habe eine Fernsehsendung gesehen mit Menschen aus anderen Ländern, die nichts zu essen haben. Wie auch immer, ich glaube nicht, dass der Weihnachtsmann echt ist. Aber der Glitzer ist toll. Ich habe das Gefühl, dass ich alles, was mich traurig und wütend macht, mit Glitzer bestreuen kann, damit es hübscher aussieht. Das macht mich ein bisschen weniger traurig. Ich glaube... An diesem Beispiel sollten wir uns ein Beispiel nehmen. Hieran sollten wir uns ein Beispiel nehmen und einfach alles, was uns abfuckt, einfach mit Glitzer überstreuen. Ich glaube, das probiere ich demnächst mal aus. Hallo Tagebuch. Heute habe ich mit Oma Tomaten gepflückt. Das roch so gut. Ich habe Schmetterlinge und andere Insekten gesehen, aber zwei Tomaten gegessen und dann war ich satt. I made a real nice drawing there, you see? Yes. Very nice. I did a coloring too. Impressive. Hallo Tagebuch. Ich bin mit meinem Dreirad gefahren. Wir haben kein Geld für ein Fahrrad. Und ich habe direkt in die Sonne geguckt. Und ich habe geweint, weil meine Augen wehgetan haben. Mami sagt, dass man nicht in die Sonne gucken soll. Aber bei so einer coolen Sonne würde ich doch gerne mal. Alter, wie lang ist dieses fucking Tagebuch? Hallo Tagebuch. Heute war es lustig, weil ich am See war und Vögel fliegen und Fische schwimmen gesehen habe. Ich habe warmes Wasser am Po gefühlt. I peed in the lake. It was really warm. Hallo Tagebuch. Wie geht es dir? Mir geht es auch gut. Ich muss Hausaufgaben machen, aber ich kann nicht aufhören an Laszlo zu denken. Dieser Satz wird mich verfolgen. Ich weiß es jetzt schon. Ich habe ein Bild gefunden, wo ich jünger war. Die Zeit vergeht so schnell. Der Kuchen sieht so lecker aus. Look at that picture. I was such a baby. Very cute. Now I'm such a lady. I'm a little lady. That's what I am. Halloween. Halloween-Kostümidien. Kleine Fuchsdame. Lady Fox. Okay. I love my coloring book. Oh, was? Hallo? Was machst du mit dem Malbuch? Nimm das Malbuch mit. Lass es hier für Bobsy. Ich nehm's mit. I'm gonna
take it with me if I get bored, okay? Okay. Ich dachte, ich kann mir das jetzt auch nochmal durchgucken. Schade. Was? Creepy Stories. Und warten. Ja, ich frage schon gar nicht mehr. Okay. Achso, ich kann. Warte. Okay, ich kann mit der Maus zeigen, aber ich kann auch WASD benutzen. Okay, gut zu wissen. I saw a monster in here once. I showed it the finger and it never came back. Ist aber nicht nett. Before you leave, which toy do you choose to bring with you? Can't I take them both? No, you can only choose one. And remember, your choice is much more important than you think. Okay, I choose... Ich nehme den Stein mit, weil er traurig ist. Dann ist er bestimmt nicht mehr traurig. I choose the stone daddy threw at me once. Interesting choice. Yeah, I call him Stony, because he's a stone, get it? Stony the stone? That's very clever. Thank you. Ich weiß, das ist... Oh, Junge! Es ist so ein bisschen unangenehm, ist das Spiel ja schon, muss ich ja zugeben. Fuck. Ja, das ist der Stein. Mein Daddy hat noch mehr. Das ist bestimmt das Mordinstrument. Daran ist sie bestimmt gestorben. Jetzt nehmen wir es auch noch mit. Toll. And so you know, I like to sprinkle sparkle on things so they become fabulous. Nimmt sie. Okay. Ich habe Glitter zu werfen. Shadam! Yes to everything! Oh, ist das geil! Hey, you, on the other side of the screen. Oha. Remember I told you she was going to die today. Let's keep that a secret between us, alright? Da war der Fuchs! Ich hab's genau gesehen. Das ist so unangenehm. So unangenehm. This is Grandma. She wears a diaper too. You still wear a diaper? Nah, that was so last year. Wie alt ist die Kleine? Nochmal. Mommy likes to collect glasses. I broke a couple once by running too fast. Did Mommy find out who did it? No. But I had a piece of glass in my foot for like 5 days. Oh, Mann. Doppelklick zum Rennen. Will ich gar nicht. Möchte ich nicht. Oh. Autsch. Oh, please don't fall. Damn it. It's all broken now. That was a beautiful example of cause and effect. Please don't tell on me. Don't worry. You can trust me. Okay, thank you. Maybe I could try to fix it. Was willst du mit der kaputten Vase tun? Wir reparieren sie, oder? Komm. I'm gonna do it. I'm doing it. Okay. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Dass wir das jetzt so machen müssen. Aber interessant. Also ich beschwere mich jetzt nicht. Ich bin schon. Das kommt doch nicht hier hin. Huch. So, loslassen, du Idiot. So. Hier. Guck mal, wie professionell wir das machen, ey. Geil. Okay. Ich stelle es mal nicht in Frage, warum die da einfach so stehen bleibt. Look, that's me. Mommy told me I have to smile, even when I'm sad. Okay. Da liegen Zigaretten.
Ich will nicht raus. My daddy's friend was a hunter and killed this moose. His daughter Erica, she thought his gun was a toy. She said bang bang to her mommy and daddy. Then her parents died and she was so sad. Ich hab's von Anfang an gesagt, das Spiel ist düsterer als es aussieht. Boah. Erstmal ordentlich was schnabulieren, Alter. It smells like cigarette in here. Yeah, that's my mommy. She also likes to drink juice a lot. Well, are you ready to complete your first mission? Yes, I am. I'm gonna get that prize. Ich war gerade sehr verwirrt, weil ich habe auf das Datum geguckt. Und, heute ist nämlich der 11. Aber nicht Oktober. Ich war gerade so... okay. Oh, dead rabbits again? When will daddy learn to like them alive? Kann ich hier... Was hatte das jetzt mit dem Herz auf sich? Also ich habe jetzt einfach geguckt, ob ich Glitzer werfen kann, weil hier Glitzer war. Aber warum hat das Herz gar... Ich verstehe es nicht. Guck mal, sind zwei Teller. Mami, Daddy, was mit mir? Ich habe das gegessen oder... Nee, es sind drei Teller. Die Mutti hat gegessen und dann Zigaretten. Okay. Mami, this smells really bad. What is it? Dead animal. That's what it is. Yikes forever. Jetzt ist schon fast nach einer veganen Propaganda an. Hallo, schließen. Jetzt kannst du mal. Mommy, this smells really bad. What is it? Dead animals. That's what it is. Yikes forever. Yikes forever. Ich kann nicht. Mommy, this smells really bad. What is it? Dead animals. That's what it is. Yikes forever. Ja, schön und gut, aber ich würde hier trotzdem gerne rausgehen. Ich kann. Mommy, this milk. Dead animal. Yikes forever. Okay. Ich kann hier nicht raus. Keine Ahnung, was das Scheiß soll. Dead animal. Also ich muss gerade eben auch nicht das spielen. Das geht mir gerade dezent auf den Piss, Alter. Naja gut, ich beende anschalte einfach an dieser Stelle die Folge einfach und dann gucke ich, wie ich in der nächsten weitermache. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß und dann hoffe ich, dass wir uns in der nächsten Folge wiedersehen. Also in dem Sinne, ciao.